Willkommen zurück zu Pico Nico. In der letzten Folge dachte ich, wir wären Softlock, aber ich bin einfach nur dumm, merke ich gerade. Was wir machen müssen, ich habe das hier gemacht und dachte, ich brauchte ein Fass hierfür für den Knopf, weil sonst komme ich ja nicht hier runter. Aber ich habe gerade gemerkt, die Fässer können hier gar nicht durchrollen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich die Dinger auch benutzen kann für den Knopf. Ja, tut mir leid dafür. Bestimmt gibt es viele Leute, die sich gerade facepalmen. I'm sorry dafür. Ich bin einfach dumm. Und der Knopf ist sogar schon aktiviert, heißt, wir können hier auch hier durch. Ich habe alles nur mal neu gemacht. Ich hoffe, ich habe alles. Ich denke, ich bin mir sicher eigentlich, ich habe alles. Ich wüsste nicht, was ich jetzt nicht hätte. Was wir letzte Folge aber hatten. Und 109 Münzen haben wir jetzt. Okay, bewegt mich gar nicht. Bewegt sich von alleine. Interessant. Ritter, sie sind hier. Oh, oh, oh. Wie viele sind das? Hallo. Hallo. Wer seid ihr? Ich glaube, eins deiner Kinder hat uns gebeten, hierher zu kommen und euch zu helfen bei einer Klempnerarbeit. Ja, es hat irgendwas mit dem Wasser zu tun. Ah, verstehe. Nun, jahrelang kam das Wasser aus dem Rohr da oben an der Decke geflossen. Wir haben es getrunken, damit geduscht und geputzt. Wir möchten es hier gern hygienisch haben, aber seit kurzem fließt kein Wasser mehr. Was für hygienisch? Ihr seid komplett schwarz mit zwei Punkten. Da gibt es nichts Dreckiges oder Hübsches oder Schönes oder Sauberes oder was immer zu sehen. Und jetzt haben wir Durst. Außerdem ist es hier ungesund schmutzig. Wir haben gesehen, wie der riesige Roboter das ganze Wasser aus dem See saugte. Dabei können wir euch helfen. Das wäre toll. Aber vorher möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Nun so, wir helfen gern. Ernie, eines meiner Kinder ist verschwunden. Ich glaube, er wollte tief unten im Bergwerk nach einer anderen Wasserquelle suchen, aber er ist noch nicht zurückgekehrt. So langsam glaube ich, er könnte in Schwierigkeiten stecken. Würdet ihr ihn bitte zurückholen? Wird gemacht, gute Frau. Eigentlich bin ich eher ein bisschen müde. Ja, ich auch. Geh mir genauso. Na gut, kannst du gehen, um Ernie zu finden? Wir warten hier auf dich. Und schön mit den Würmern. Den ringeligen Würmern. Man muss alles selber machen. Ernie kann manchmal ein bisschen leichtsinnig sein. Ich möchte nicht, dass er sich über hier behütet fühlt, aber ich bin ständig in Sorge, er könnte sich verletzen. Auch wenn wir Wirbellose sind, müssen wir Acht geben. Ernie hat sich schon ein paar Mal im Bergwerk verirrt. Oh no, der arme Ernie, was können wir nur tun? Oh, hi. Ich mag Computer. Sehr! Ich habe sogar begonnen, ein Videospiel zu entwickeln. Aber, das dauert so lange. Sieht aus wie Cubert meine ich. Diese Sprites auf dem PC. So ein bisschen. Hier kannst du es ausprobieren, wenn du willst. Es ist noch nicht ganz rund, du solltest es jedoch spielen können, wenn du eine Konsole findest. Videogame! Ja, ich habe jetzt auch gemerkt, dass sie sich auf Englisch das ganz schnell vorsagen, was das hier ist. Und wir haben ein Videospiel bekommen, was wir in der Stadt spielen können, ne? Oder was in der Stadt? In irgendeiner Stadt war es auf jeden Fall. Das ist cool. Hast du mal ein Videospiel ausprobiert? Noch nicht, aber werde ich auf jeden Fall noch tun, sobald wir hier raus können. Wohin pullt mich das? Neuer Ort, was ist das hier? Geschenk! Oh, die Ringelwürmer, Freunde! Juhu! Oh, ist das cool. Wie viele Statuen gibt es eigentlich insgesamt? Ich will mal ganz kurz gucken. Es gibt mehr als 9. Boah, cool. Danke. Wie gesagt, ich zeige sie euch auch alle. Einfach Geduld haben, bis das Let's Play over and out ist. Warte, gehe ich überhaupt gerade richtig? Da war noch eine Lore. Egal, gehen wir erstmal hier lang. Wir können ja später noch anhören. Wo will ich lang? Will ich hier lang? Ja, schön, dass da jetzt frei ist. Und nun? Oh. Ja, da kommen wir doch überhaupt nicht lang. Da müssen wir noch irgendwas für holen. Bestimmt kriegen wir das, was wir holen müssen. Hier! Hier! Okay, warum rülpst du jetzt? Okay, wir müssen hier oben irgendwas hin tun. Will ich da rein? Oh, hallo. Mein Name ist Ernie.
Auch wenn ich gerade nicht so aussehe, bin ich ein Wurm. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe nach Wasser gesucht und diese schöne grüne Quelle entdeckt. Da es so köstlich aussah, habe ich alles ausgetrunken. Aber so gut war es nicht. Und jetzt will ich zurück zu meiner Mutter, aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Kannst du mir helfen? Okay, Ernie. Der sieht so lustig aus. Oh Mann. Ja, und jetzt? Moment. Ach. Oh. Moment, was? Wie kriege ich ihn denn da rüber? Ach so, mit Schwung. Der arme Ernie. Wo ist denn Bernd? Wenn man ihn mal braucht. Nice. Und mit ihm können wir hier hoch. Nice. Oh Gott, der Arme. Das wollte ich nicht. Sorry, Mann. Jetzt. Boing. Oh, nein, nein. Oh, ich dachte gerade, er wäre tot. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Nein. Verdammt, der ist gerade in so einer Position. Das ist gerade sehr ungünstig. Ich muss ihn erstmal wegschieben. Wie mache ich das? Ich muss ihn irgendwie... Oh Gott, ich töte ihn gerade nur. Oh Gott, der Arme. Oh, jetzt habe ich's. Nein, erstmal dort. Moment, erstmal zack und dann zack. Nice. Und das riecht nach Reis. Yeah. Oh Gott, pass auf die Stacheln. Das ist aber eine sehr lustige Mission, muss ich sagen. Das gefällt mir. Gott, Mario hilft Luigi. Komm durch. Was ist da unten? Ist da unten irgendwas? Hab ich verkackt? Nö. Das ist zum Hochschieben. Gott, wie. Danke fürs Hochschleudern, Mann. Was gibt's hier? Es gibt ja auch noch Münzen und alles und Secrets und alles und Sachen und alles. Ach, hier kommen wir dann am Ende raus. Okay, ich gehe jetzt erstmal für die Münze. Because you guys know I want the 100% in this game. Yeah, yeah. Oh, yeah. Nice. Sollen wir sogar lang? Zack. Dann kommt er hoch. Aber es reicht nicht. Und jetzt muss ich wieder so lang. Oder warte, ich kann einfach so machen. Na, es müsste aber eigentlich funktionieren. Ja, tut es. Ach, das. Ah, jetzt macht das natürlich Sinn, warum das Ding da ist. Alles klar. So, wir quetschen ihn hier durch. Nicht immer irgendwas trinken, was ihr findet. Das könnte radioaktiv sein. Nein, er sieht aber irgendwie schon so aus, als hätte er irgendwas Radioaktives getrunken. Schon irgendwie. Aber das Ding dreht sich ja nicht, bewegt sich ja nicht einfach so. Wir müssen schon irgendwas dafür tun. Bitte kriege ich das jetzt hin. Yes, gut. Guten. Geht sie denn langen? Oh, da ist schon die Familie. Wo geht's denn lang? Was ist denn hier? Was? Ist das einfach eine Flasche? Wohnt hier jemand oder so? Ich muss mal den Knopf aktivieren. Dann kommt er hoch, ne? Mein Freund. So, nice. Und dann heben wir den Schalter. Dann sind wir hier in den Hebel. Mama! Da kommt dein Ernie. Wir haben Ernie gerettet, Freunde. Ernie ist ein echter Draufgänger. Einmal hat er versucht, das Skateboarden zu lernen. Wie sich herausstellte, können Würmer nicht skateboarden. Er blieb einfach 4 Stunden lang auf der Stelle stehen. Aber seine Entschlossenheit war beeindruckend. Kann ich mit dir reden? Nein. Nein, doch mit dir. Ah, ich habe Durst! Ja, ist okay, wir helfen euch. Ernie, Moment, warum bist du so grün und rund? Ich habe grünes Wasser gefunden und alles ausgetrunken. Das war nicht so toll. Oh, Ernie, du leichtsinniger Wurm. Wenigstens bist du in Sicherheit. Dieses rote Ding hat mir geholfen. Vielen Dank, wir haben kein Wasser, aber immerhin ist die Familie wieder vollzählig. Ich glaube, deine Freunde haben dir etwas mitzuteilen. Sie sind da hinten. Sprich mit den Rebellen. Machen wir. Hey, du bist zurück. Wir haben was entdeckt. Wir sind faszinierende Wesen. Faszinierende Ringeli gewesen. Sieh dir das an. Wow. Das war für den kleinen Cut, aber im Hintergrund ist ein bisschen irgendwas rumgeschrien.
Ich lebe ja nicht allein in diesem Viertel. Deshalb tut mir leid, falls ihr hin und wieder mal irgendwas draußen hören solltet. Ja. Wollte ich nur mal sagen. Vielleicht können wir mit Hilfe der Würmer zu dem riesigen Roboter gelangen. Besiege den riesigen Roboter am See. Okay. Das mag so aussehen, als hätte ich Spaß, aber eigentlich fühle ich mich sehr leicht. Ja, glaube ich dir. So, und hier kommen wahrscheinlich mehr sie zurück, oder? Du kannst also Lore benutzen. Sie wird dich direkt zum Eingang bringen. Dankeschön, sehr lieb. Holen euch das Wasser wieder! Aber wahrscheinlich nicht in dieser Folge, wenn wir heute wollen wir noch ein bisschen Sachen erkunden. So, oh, 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 Geschenk, 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 Bärmann! Ernie, der Wurm. Oh yeah, boys. So, die Hälfte der Folge ist schon vorbei. Wir haben schon fast alles. Nein, natürlich nicht, aber wir sind hiermit jetzt durch. Was wir jetzt machen? Was war die Aufgabe nochmal? Den Roboter am See besiegen, ne? Okay, machen wir das doch zuerst, würde ich sagen. Und danach gehen wir ein bisschen erkunden, weil das ist gerade direkt hier. Und dann muss ich nicht so viel reisen. Dann machen wir den das mal. Oh, ihr seid schon da. Dankeschön. Kriegt ihr mich wieder hoch? Hallo, bist du bereit, gegen den Roboter zu kämpfen? Aber klar doch. Gut, dann lass uns loslegen. Juhu! Was machen die anderen beiden? Vier? Der Roboter ist wütend, bleib aus seiner Schusslinie raus. Oh, und fall bitte auch nicht. Ja, fall nicht. Er schießt mit Wasser. Oh. Game over. Wir haben verkackt. Hä, wie soll ich denen Schaden zufügen? Vielleicht einfach abwarten? Okay, ich warte einfach ab. Okay, komm, schieß, schieß, schieß. Vielleicht hat er irgendwann kein Wasser mehr. Aber jetzt macht er ja kurz nichts. Aber jetzt hat er was anderes gemacht. Hm? Okay. Seltsamer Bosskampf. Ja, ich will das nicht lesen. Jetzt macht er eine Super Saiyajin-Attacke, ne? Ja, genau. Und wie lange? Okay, schießt random, glaube ich, oder? Jetzt ist er weg. Dem Roboter ist das Wasser ausgegangen. Er muss nachfüllen. Pass auf, wir fliegen ihm nach. Okay. Oh Gott, ich darf jetzt nicht runterfallen. Wir tanzen. Okay, während er nachlädt. Zack. Nein. Warte, warte. Zack. Nein, auch nicht. Zack. Nein, auch nicht. Was soll ich machen? Rein da? Oh ja. Hat einen Riss. Und ich bin einfach mal hier. Okay. Oh nein, jetzt muss ich dreimal machen, ne? Gott, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Die armen Würmer. Aber nee, denen tut's eigentlich ganz gut. Krieg endlich wieder Wasser. Okay. Gut, der wird schneller. Nein, 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 der Super Saiyan. Ich merke schon, weil er lange braucht. Unser Wasser ist aus. Man sieht das. Nice. Boah, ich check mal in den Kampf. Oh, wir tanzen. Okay, komm, keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren, du. Rein da. Oh yeah. Wo bin ich hier unten? Ich will gleich hier unten sein. Oh Gott. Okay, nein. Wow! Was macht er? Nicht sterben. Oh. Okay. Okay. So, was soll ich denn jetzt? Da, in die Mitte. Die Würmer kriegen schön wieder ein bisschen was zu trinken. Oh Gott. Okay, ich hab's glaube ich geschafft, oder? Yes, 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 yes. Komm, jetzt habe ich nicht mehr runterfallen. Jetzt habe ich wirklich nichts mehr verkackt. Okay. Was noch fies wäre, wenn die jetzt hier im Wasser noch irgendwo Stacheln hinzufügen, wo ich einfach instant sterbe oder sowas. Das wäre krass. Geh rein da! Und er stirbt!
Nice. Gut, ich habe dich lange beobachtet. Das war zu viel. Du hast all meine Roboter zerstört. Es reicht. Schnapp den Jungs. Oh oh. Jetzt sind wir wohl auch bei ihm und jetzt kann ich nicht mehr backtracken. No. Ups, du wurdest gefangen. Die Pancho. Und denk gar nicht erst an Flucht. Ich behalte dich aus dem Raum nebenan im Auge. Stimmt. Also, tut mir leid, dass wir das nicht vorausgesehen haben. Ich glaube nicht, dass mich jemand beim Graben bemerkt hat, aber hier wimmelt es von Robotern. Wir müssen dich rausholen. Ich habe eine Idee. Finde einen Weg, den Roboter abzulenken. Ich kümmere mich um den Rest. Zack! Kaputt! Was? Unglaublich! Ich lasse dich für 2 Minuten allein und du findest einen Weg, etwas kaputt zu machen. Hast du eine Ahnung, wie lange es dauert, die Dinge zu ersetzen? Das bedeutet jede Menge Papierkram und muss meinen Chefs bis ganz nach oben vorgelegt werden, sprich, es dauert ewig. Yippie. Vielen Dank also, dass du mir den Tag verdorben hast. Mach jetzt nichts mehr kaputt. Ich hab den Schlüssel. Mach auf! Danke, Mann! Bitte sehr. Danke, Bro! Es wird eine Möglichkeit geben, diesen Raum zu durchqueren, ohne vom Roboter gesehen zu werden. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, aber ein bisschen haben wir noch. Und, oh, wir können in den Schacht rein, ohne dass er uns sieht. Ha! Daran hat er wohl nicht gedacht. Haben wir nur Hüter? Nö, schade. Boah, da bist du wohl eingesperrt. Was guckst du da überhaupt? Warte, er sieht mich hier? Nee, tut er nicht. Okay. So, Fahrstuhl nehmen. Ich komm mal aus dem Vulkan. Was ist denn ein Vulkan? Warte! Der nächste Raum ist voller Roboter. Du musst listig vorgehen, denn wenn sie dich sehen, fangen sie dich. Oh no. Du da, stehen bleiben sofort, du bist verhaftet. Oh, oh. Ach, wir müssen hier rein. Ups, sorry, Leute. Sorry, Leute. Ding. Nice, wird hier jetzt schon angemacht, aber es darf niemand bemerken. Will ich hier lang? Wow. Hey, was? Habe ich dich nicht letzte Woche gebeten, diese Tür in Ordnung zu bringen? Nein. Ich erinnere mich genau, dass ich dich gebeten habe, die Tür in Ordnung zu bringen. In der Unvollkommenheit liegt Schönheit. Ganz meine Meinung. Trotzdem wäre es schön, die Tür eines Tages in Ordnung zu bringen. Tja. Bevor ich aber jetzt reingehe, gibt es hier noch einen Schacht und ich würde gerne wissen, ob ich jetzt einfach instant sterbe. Ja. Okay. Okay, gut. Ach, jetzt muss ich erstmal das Ding wieder aktivieren. Ja, ja, schön Lüftung anmachen. Jetzt im Sommer eh wichtig. Nein! Ah, ich wurde gefangen! Okay, komm. So. Schaffen's, ganz einfach. Easy peasy. Jetzt bitte nicht runterfallen diesmal. Zack. Zack. Wow. Zack. Nice. Oh, ich muss aufpassen, wenn die Tür dann unten ist. Runter ist zu gehen. Nein. Genau das sage ich und dann bin ich aus Versehen ausgerutscht. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, ich verschwende gerade die Zeit der Folge. Aber dann haben wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr. Hä? Nee, hätten wir so oder so. Es tut mir einfach leid. Huah. Genau wie dünne Geräusche, aber da sage ich jetzt nichts mehr zu. Wisst ihr jetzt Bescheid? So, jetzt. Oh, knapp. Was machen die da? Sieht aus, als wären das Pläne für eine riesige Stadt. Wir müssen dich rausholen. Ja, komm aus dem Vulkan. Ja, I get it. So, aufmachen. Was jetzt? Oh nein. Rein da. Oh oh.
Da dürfen wir nicht lang. Oh, das ist gemein. Ihr solltet mir merken, wo alle sind, ne? Warte, ich glaube, hier ist keiner. Yo. Okay, kurz gucken. Da oben rechts ist keiner. Und hier sind noch keine Münzen zum Glück, sonst wäre das jetzt echt kacke. Aber ich muss irgendwo. Warte, wo kann ich das Ding anmachen? Unten? Spring mal runter. Ui. Wow, ich wurde fast gesehen. Ach, Moment. Da rechts ist was. Hey, komme ich da lang? Hä? Ach, von hier oben runterspringen bestimmt, oder? Von hier runterspringen, glaube ich mal. Ah! Yes, man. Zack, anmachen. Dann hier runterspringen. Wow, knapp. So, und jetzt kriegen wir das hin. Zack, zack. Und jetzt haben wir es geschafft. Yay! Hey Leute, ich bin's ja, Mike aus dem Schnitt. Ich möchte das Video hier ganz kurz pausieren, auch wenn das jetzt relativ am Ende ist, um euch ein bisschen was zu sagen, denn das ist sehr, sehr wichtig, falls ihr die 100% machen möchtet. Hier nämlich in diesem Ort, in dieser Kanalisation, könnt ihr nämlich nach links rein. Da gibt es ein Geschenk. Dieses und das vorherige Geschenk könnt ihr nur jetzt bekommen. Ich sage euch das nur, weil ich habe den Fehler gemacht, habe das nicht geholt. Ich muss das Spiel, so wie sehen, noch mal neu spielen. Aber dazu kommen wir dann noch in einer anderen Folge. Ich möchte nur vorwarnen, dass ihr nicht den gleichen Fehler macht wie ich und euch die beiden Geschenke hier holt. Nice. Oh, hi Freunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürft ihr ja gerne mal für meine coolen Arme ein Like da lassen. Wenn euch Arme nicht gefallen, ich habe auch einen Spitzkopf. Moment, Spitzkopf? Oder auch eine Blume? In vielen verschiedenen Farben? Oder auch die coole Brille? Oder auch ein bisschen was zum Gießen oder zum Shishira? Ey, lass mal es auf jeden Fall reinschauen!